Wir freuen uns als nächstes auf einen Vortrag zum Thema nachhaltige Lehrkräftebildung, gehalten von Alexander Schmieden, Programmmanager bei Intel Skills for Innovation und Livia Brenner, Medienpädagogin bei RedNet GmbH. Ich sehe auch, dass beide schon zugeschaltet sind. Wir freuen uns auf den Impuls und auch hier gilt, diskutieren Sie gerne mit unter dem Hashtag Bildung22. Wunderbar, herzlichen Dank für die schöne Einführung. Wie gesagt, mein Name ist Alexander Schmieden. Ich habe eine eigene Beratungs- und Trainingsagentur, die Just Us GmbH, und darf auch als Initiator von Bildungsrebell eben diese zwei wunderbaren Intel-Bildungsprogramme betreuen und habe heute jemand ganz Besonderes mitgebracht, der vor allen Dingen auch die ersten Erfahrungen, die wir mit diesem ganz neuen Programm haben, aus der Praxis eben mit Ihnen teilen möchte. Genau, ja. Hallo auch von mir. Mein Name ist Livia Brenner. Ich bin Medienpädagogin bei der RedNet, selber ehemalige Lehrerin. Jetzt bilde ich Lehrkräfte fort und zwar vor allem im Rahmen des Programms Skills for Innovation. Und ich freue mich, dass ich Einblick in die Praxis geben darf. Danke, Livia. Ja, legen wir auch gleich los. Wir haben nur wirklich 20 Minuten Zeit, nicht mehr ganz. Die Zeit ist schon verronnen. Deswegen versuchen wir das sehr, sehr zu komprimieren. Ich weiß nicht, ob Sie den Chat sehen können, aber in dem Chat poste ich Ihnen ein offizielles Programmvideo, in dem ich das auch nochmal ausführlich und in aller Ruhe vorstellen werde. Das Bildungsprogramm ist die konsequente und logische Fortsetzung von Intel Teach oder Lernen für die Zukunft. Wie das Programm in Deutschland hieß auch, das war ein globales Programm, das von 1999 bis 2013 gelaufen ist. Und ja, es hat erreicht das waren so 15 Millionen Lehrkräfte schon. Also ich denke, das war das größte Bildungsprogramm, das es jemals weltweit gegeben hat. Und Skills for Innovation ist sozusagen die logische Fortsetzung. Und man sieht auch schon, es geht hier um sozioemotionale Kompetenzen, um neue Denkweisen, auch natürlich Design Thinking, was dazugehört. Und es geht auch um technologische Fertigkeiten. Und bei diesem Programm ist es so, dass es nicht technologiezentriert ist, in dem Sinne, dass Technologie meine Pädagogik um Himmels Willen bestimmt und wie ich Unterricht mache, sondern Technologie wird als Hebel verstanden, um eben diese Kompetenzen, Denkweisen und Fertigkeiten wirklich wunderbar heben zu können. Und hier sehen Sie Hauptbausteine, was insgesamt in dieses große Programm hineingehört. Hier haben wir Initiative Moderne Lernumgebung. Das ist für Schulträger. Und Schulträger unterstützen wir hier dabei, auch eine Vision für sich zu entwickeln, für die Zukunft zu entwickeln. Und es findet auch eine technische Erstberatung auch statt. Und dann zum eigentlichen Programm, was auf der Plattform stattfindet, sehen Sie hier Unterrichtspakete und die Fortbildung für Lehrkräfte. Und auf die beiden möchte ich jetzt eingehen. Dazu gibt es noch ein Intel-Partnernetzwerk. Da gehört zum Beispiel auch die Livia von der RedNet mit dazu, das dann auch unterstützt. Was sind denn eigentlich die Besonderheiten? Das Schöne an den Bildungsprogrammen von Intel, für mich als Externer auch, ja, ich bin ja unabhängig, ist es so, dass sie immer von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt wurden. Also es sind keine Techies, die Inhalte geschaffen haben, sondern wirklich Pädagogen und Pädagoginnen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Aspekte aufgrund der Kürze der Zeit hervorgehoben. Was, denke ich, auch sehr charmant ist, wir haben bei der Lehrkräftefortbildung, bei dieser einen großen Säule, haben wir wirklich eine On-Demand-Fortbildung. Das bedeutet, ich kann ganz in meinem eigenen Lerntempo, wie ich mir das auch immer einteilen möchte, mich da fortbilden. Und ich muss das auch nicht von Anfang bis zum Ende machen, sondern ich kann mir auch Inhalte herauspicken. Beispielsweise, wenn ich sage, Mensch, wie macht man denn eigentlich so ein Escape Room beispielsweise in der Schule? Oder wie geht es nochmal mit den Lehr- und Lernportfolios? Dann gehe ich einfach in die entsprechenden Module. Pro Modul kann man sagen, so 2 Stunden, dass das Ganze dauert. Wir holen alle Lehrkräfte ab, von der Grundschule bis zur weiterführenden beruflichen Schule, ja sogar Hochschuldozenten und Dozentinnen oder aber auch natürlich Ausbilder. Also das ist wirklich, die Inhalte sind state of the art und helfen da jedem weiter. Und hin und wieder wird halt auf die Spezifika der jeweiligen Schulstufe noch eingegangen. Daran arbeiten wir an der anerkannten Lehrkräftefortbildung. Hier sind wir mit 3 Instituten für Lehrkräftefortbildung aus 3 verschiedenen Bundesländern schon sehr, sehr weit. Die stehen auch kurz vor der Unterschrift. Und hier haben wir, ja, ich denke, das ist sehr charmant, dass ich wirklich selbstgesteuert das Ganze machen kann, dieses Lernbuffet im Grunde genommen durchlaufen kann. Es ist sehr, sehr praxisorientiert, sehr lebensweltorientiert. Und das Ganze wird natürlich auch unterstützt durch
unser Field Well Management. Also wir haben monatliche Community Calls und auch so sind wir nicht aus der Welt und für die Lehrkräfte da. Das ist, ich kenne das aus dem AI for Youth Programm. Das sehen Sie auch hier hinter mir, was ich schon ein bisschen länger betreue. Da haben wir eine ganz starke Community. Da unterstützen sich die Lehrkräfte untereinander gegenseitig und sind füreinander da. Das ist richtig schön zu sehen. Und genau das, es ist ja ein neues Programm. Wir haben aber auch schon eine Community, hatten auch schon zwei Community Calls, ist eben auch bei SFI dann angepeilt. Zur Lehrkräftefortbildung mal kurz, dass Sie so verschiedene Stufen sehen. Die Stufe 1, hier sehen Sie schon an den Inhalten, dass es sich wirklich an absolute Einsteiger und Einsteigerinnen handelt, die im Grunde genommen auch relativ neu in der digitalen Welt sind. Und das ist auch was, wo Olivia auch noch was dann kurz dazu sagen wird, weil sie uns da eben nämlich auch unterstützt bei diesen Inhalten. Das sind die einzigen Inhalte, die auch, ja, sagen wir mal, blended geliefert werden. Wir haben zum einen mal diese On-Demand-Inhalte und noch unterstützende Workshops. Und bei der Stufe 2, da geht es los mit ortsunabhängigem Lernen, also nicht nur Distanzunterricht, sondern allgemein, wie kann ich ortsunabhängig einen tollen Unterricht machen? Und was gehört da dazu? Ne? Wie kann ich meine Schülerinnen und Schüler am Ball halten? Was bedeutet das für mich als Lehrkraft hinsichtlich Stress beispielsweise? Also es geht bis hin zu Atemtechniken. Und so müssen Sie sich das Programm vorstellen, dass das holistisch, im Grunde genommen braucht man eigentlich nichts anderes mehr. Insgesamt in Seiten ausgedrückt werden es wahrscheinlich so um die 1000 Seiten Inhalt, die Sie da zur Verfügung haben, die entsprechend aufbereitet sind mit Videos und Übungen und Unterrichtsverlaufsplänen. Also alles, was eine Lehrkraft heutzutage braucht und wie gesagt, sehr lebensweltorientiert. Und so geht es hier über verschiedene Denkweisen und auch hier wird KI zum Beispiel schon mal angesprochen bis zur Stufe 4, wo es wirklich auch um agile Denkweisen geht. Es geht um Edo-Scrum beispielsweise. Es geht darum auch, ja, wie schaffe ich denn Neugierde im Unterricht wieder? Also das sind alles nur jetzt Schlagworte, die ich sage, Inhalte, die da vorkommen. Da sind ganze Module, zwei Stunden um diese Themen da gebaut. Und die Stufe 4 ist natürlich gerade für den berufsschulischen Bereich wahnsinnig interessant mit den Themen. Genau, die Plattform, so kann man sich das vorstellen. Meine Frau beispielsweise, die besucht gerade ein Online-Hundeseminar, das ist ähnlich aufgebaut. Sie haben hier links immer eine Navigationsleiste zur Verfügung und hier die Inhalte und können entweder sich bei den Inhalten dann durchscrollen und immer weitergehen, Stück für Stück, oder sie können direkt hier über die Navigation dann in den entsprechenden Bereich dann reingehen. Das ist alles in dem Video dann auch ausführlicher noch erklärt. Dann haben wir die Unterrichtspakete und da natürlich auch tolle Erfahrungen dazu. Da gibt es einen Katalog zu diesen Unterrichtspaketen zum einen. Es sind 70 an der Zahl und bald werden wir auch mehr haben. Das heißt, es kommen aus Deutschland neue Unterrichtspakete dazu. Von den 70 sind noch nicht alle übersetzt. Das machen wir nach und nach. Wir lassen dann immer in der Community abstimmen und entscheiden dann gemeinsam, dann welches Unterrichtspaket Sie dann möchten und machen uns daran, das nicht nur zu übersetzen, sondern auch an die deutschen Bedürfnisse anzupassen. Aktuell haben wir so um die 10 Unterrichtspakete schon so ganz verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung, die Sie direkt nutzen können. Und wenn man sich die mal so anschaut, was ist da drin? Es ist alles drin, was es braucht, um direkt auch den Unterricht wirklich durchführen zu können. Also es ist wirklich dieses Handbuch für Lehrkräfte ist im Grunde genommen dieser Unterrichtsverlaufsplan, den man sehr, sehr oft im Referendariat erstellen darf. Genauso ist es aufgebaut, minutiös, Fragen, die man stellen kann, Aspekte, die man beachten kann. Natürlich vorher, wie installiere ich welche Software, wie funktioniert das Ganze? Da auch noch eine Anmerkung, dieses Bildungsprogramm ist komplett kostenfrei. Und wir haben natürlich auch Wert darauf gelegt, soweit weitestgehend, wenn Software eine Rolle spielt, dass sie dann auch kostenfrei ist. Gelingt natürlich nicht immer, aber in der Regel gibt es wirklich auch eine Demo-Version, um einfach dieses Paket dann auch durchführen zu können. Dann gibt es auch fertige Präsentationsfolien dazu, bei denen es auch ja alles dabei ist, was ich brauche. Hier sehen Sie auch, wir haben hier unten sogar eine Bewertungsrubrik für die Leistungsbeurteilung ist auch mit dabei, um einfach einen Anhaltspunkt zu haben, wie ich dann das Ergebnis der Schülerinnen und Schüler einschätzen kann. Und alles, was ich an Unterrichtsmaterial dazu brauche, ist je nach Paket dann auch mit dabei. Und diese Pakete, die sind wirklich sehr allgemeinbildend teilweise, zum Beispiel Mathematik der Pandemie für die Oberstufe. Oder es gibt auch sehr technologieorientierte Pakete. Wir werden bald eine KI-basierte Sortiermaschine haben. Das ist gerade in der Entstehung. Das ist ein erstes Paket, was quasi auch Community-unterstützt da sein wird.
Und wir haben auch Pakete mit 3D-Druck, mit Lasercutter, mit Roboter. Und Livia wird gleich auch noch was zum Greenscreen-Paket wahrscheinlich erzählen. Und damit das Ganze wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket gibt, gibt es bei ausgewählten Partnern eben auch diese sogenannten Experience Packages oder Erlebnispakete, kann man einfach auch sagen. Und da ist nicht nur wirklich das Unterrichtsmaterial, also das Unterrichtspaket dabei, sondern auch die zugehörige Hardware und Software, im Grunde genommen Plug and Play. Und das kann man sich dann bei ausgewählten Intel-Partnern dann auch wirklich mal mieten und das wirklich ausprobieren und direkt, ja, also die Erfahrung nicht. Ich freue mich gleich, wenn du jetzt was erzählst, Livia, weil wer kann schöner berichten als du? Du hast mit den Lehrkräften auch wirklich live schon draußen gearbeitet, sofern es Covid auch zugelassen hat. Mhm. Ja, gerne, Alex. Danke für die schmeichelhafte Überleitung. Du müsstest mir noch den Bildschirm freigeben. Ich kann auch für dich weiter. Also. Okay, prima. Also erstmal generell möchte ich was dazu erzählen, wie die Lehrkräfte denn darauf anspringen oder wie sie generell das Angebot wahrnehmen, weil ich ja eben praktisch mit ihnen arbeite. Und zuallererst mal sind die Lehrkräfte froh, dass es überhaupt so ein niedrigschwelliges Angebot gibt, was ja bisher in der Form es einfach nicht gab auf dem Fortbildungsmarkt. Einmal natürlich in Bezug auf die Selbstlernplattform. Alex hat eben schon die Vorteile genannt, die mir eben auch die Lehrkräfte rückmelden, dass man den Vorteil hat, dass man zeitungebunden praktisch sich seine eigene Fortbildung gestalten kann mit den Modulen, die gerade relevant sind. Dann natürlich auch in den kostenfreien Fortbildungen, einmal zum digital gestützten Unterrichten. Das bezieht sich auf die Stufe 1, wie sie eben dargestellt worden ist, wo man eben lernt oder wo die Lehrkräfte geschult werden, wie sie eben digitale Anwendungen für den Unterricht ganz praktisch verwenden können, auch kreativ verwenden können, sei es durch Lernvideos, E-Books, interaktive Präsentationen, das bezieht sich vor allem auf Stufe 1. Und wir haben aber auch die Workshops zu den Experience Packages. Das ist ja so ein bisschen das Herzstück von Skills for Innovation. Und da fällt mir eben besonders auf der Austausch von Unterrichtsideen der Lehrkräfte. Also es ist eigentlich in jeder Fortbildung, dass neue Unterrichtsideen sprießen und die Lehrkräfte eben da auch gegenseitig voneinander profitieren. Und das entspricht natürlich auch dem Community-Gedanken, den wir da bei Skills for Innovation haben und ja auch züchten sozusagen, weil es uns eben auch ein Anliegen ist, dass die Lehrkräfte eben schulübergreifend miteinander in Austausch treten. Und da ist, denke ich mal, auch die Plattform eben wichtig. Und ansonsten erkennen die Lehrkräfte schon das Potenzial für die Weiterentwicklung ihres Unterrichts dahingehend, dass der ja nicht 1:1 ersetzt wird jetzt durch neue digitale Medien, sondern eben angepasst und erweitert wird. Und die Lehrkräfte eben neue Lernumgebungen schaffen, zum Beispiel kollaborative Arbeiten mit Schülern. Und die Lehrkräfte eben berichten, dass sie das als auch eine Art Entlastung ihrer eigenen Rolle wahrnehmen, aber gleichzeitig eben die Schüler mit Skills fördern, die eben zukunftsweisend sind und die sie eben auch in der Berufswelt brauchen werden. Und das spiegelt sich eben auch in dem Feedback wider, was wir bekommen, wie die Lerngruppen das aufnehmen. Denn darum geht es ja letztendlich, dass die Schüler davon profitieren. Und da finde ich es immer ganz interessant, dass die Lehrkräfte zurückmelden, dass gerade auch in Lerngruppen, wo sie sagen, sowas kann man mit denen nicht machen im Vorhinein und die probieren es dann aus, dass das gerade die Lerngruppen sind, die da auch besonders drauf einsteigen und eben sich da nochmal ganz anders für Unterricht begeistern lassen, wenn der eben so digital gestützt ist oder eben auch in Form von solchen Unterrichtsprojekten, wie Sie das hier links sehen. Das sind jetzt 3 Aufnahmen aus dem Workshop zum Greenscreen-Projekt. Das ist eine Nachrichtensendung, die Schüler selber produzieren, schneiden, bearbeiten, drehen vor dem Greenscreen. Und wir laden eben die Lehrkräfte zu Multiplikatoren-Schulungen ein. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte eben aus verschiedenen Schulen zu uns kommen und die Hard- und die Software eben ausprobieren können. Das ist natürlich wichtig, dass die Lehrkräfte sich selber sicher fühlen mit der Software, bevor sie das eben mit den Schülern machen und das eben auch zielgerichtet einsetzen können. Und da kriegen wir eben auch die Rückmeldung von Lehrkräften, dass es besonders für die, die jetzt noch nie mit Technologie viel am Hut hatten in ihrem Unterricht, dass die das eben als sehr wertvoll empfinden, dabei begleitet zu werden. Und das bezieht sich ja dann auch weiter darauf hin, wenn wir die Experience Packages ausleihen, wie Alex eben angekündigt hat, dass wir
dass da die Betreuung eben nicht aufhört und wir da eben auch für Sprechstunden da sind und weiter beratend zur Seite stehen. Genau. Und im weiteren Verlauf freuen sich natürlich auch die Lehrkräfte, dass da jetzt immer mehr Unterrichtspakete ankommen. Ich darf hier schon mal so einen kleinen Ausblick anteasern. Virtual Reality, Mikroroboter, das sind so Beispiele, die da demnächst folgen werden. Und wenn Sie da eben generell sich mal anschauen wollen, wie diese Fortbildungen konzipiert sind oder was wir da so anbieten, dann dürfen Sie auch gerne dem Link folgen. Da kriegen Sie auch nochmal einen Eindruck aus der Praxis. Genau, soweit. Jetzt würde ich an dich abgeben, Alex. Danke, Livia. Super. Hier jetzt noch, das fehlt jetzt noch, wie komme ich auf die Plattform? Wir haben gesagt, es ist kostenfrei. Übrigens, Deutschland ist das einzige Land, in dem es kostenfrei ist. Wir haben uns sehr, sehr eingesetzt und haben es geschafft. Und also da auch nochmal herzlichen Dank an Intel, weil da steckt wirklich eine Menge drin in dieser Fortbildung. Und hier unter diesem Link, ich poste es nochmal im Chat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie den sehen können, finden Sie auch nochmal diese Informationen zum Rauskopieren, also intel.com/SFI. Und mit diesem Code IntelSFI, alles zusammengeschrieben, kommen Sie dann auf die Plattform. Ich kann Ihnen das auch mal zeigen, wie das ausschaut. Ich schiebe das mal hier eben rüber. So sieht es aus, wenn Sie intel.com/SFI eingeben, dann werden Sie auf diese Skills for Innovation Seite weitergeleitet, können hier auf Registrieren gehen und geben diesen Code ein. Ja, IntelSFI zur Registrierung. Und dann können Sie sich hier registrieren und müssen halt allgemein AGBs und der Lizenzvereinbarung zustimmen. Hier auch empfehle ich, den Haken zu setzen, weil wir darüber dann auch über die Community Calls informieren. Keine Sorge, da kommen keine Spam-E-Mails oder sonst was bei Ihnen an. Also ist einfach ein Offering und also Community Calls, da senden wir vielleicht ein, zwei E-Mails, so alle zwei Wochen mal eine oder einmal im Monat. Nur die eine ist dann nur noch die Erinnerung, dass der Call auch heute stattfindet, dass man den nicht verpasst. Exakt, ja. Also von meiner Seite wäre das auch, ich könnte Ihnen noch mal zeigen, was vielleicht sehr spannend wäre. Ich sehe, wir haben nämlich noch ein bisschen, wie das Ganze dann auch ausschaut, wenn Sie sich registriert haben. Also nach der Registrierung kommt dann eine Bestätigungs-E-Mail, wo Sie noch mal Ihre E-Mail bestätigen müssen. Und dann können Sie sich auch schon einloggen. Und wenn Sie sich eingeloggt haben, sehen Sie hier die verschiedenen Bereiche. Einerseits hier die On-Demand-Lehrkräftefortbildung mit den einzelnen Stufen. Hier dann die Unterrichtspakete. Und da können wir direkt mal drauf gehen, dass Sie auch mal sehen, was wir haben. So schaut es dann aus. Da ist dann hier der Katalog zum Beispiel zum Download. Und hier kann man direkt sehen, das sind schon alle, die auf Deutsch zur Verfügung stehen. Die Englischen stehen natürlich auch zur Verfügung. Und dann können Sie da einfach auf ein Paket reingehen. Gucken wir aktuell mal Nachrichtensendung mit Screenscreen, da haben wir gerade drüber gesprochen und können sich hier für Windows oder Chromebook dann alle Unterlagen herunterladen und die auch direkt nutzen.